Schon wieder da? Ist wohl nicht so ganz nach Plan gelaufen, hm? Ein Plan. Darfst du nicht haben. Du musst es einfach laufen lassen, dann fließt es von ganz allein. Das heißt, du hast sie flachgelegt? Warum hätte ich sie sonst in meine Wohnung schleppen sollen? Hm? Du hörst dich an wie ein Neandertaler, der von seiner Beute spricht. Guter Vergleich. Was hätte der Neandertaler gemacht, wenn die Frau Nein gesagt hätte? Der Neandertaler, er kennt das Wort Nein nicht. Und jetzt hör mal auf, den Frauenversteher zu geben. Wir hatten beide unseren Spaß und gut, ja? Ich habe vorhin schon mal gefragt. Kann bitte jetzt endlich einer von euch das Fass anschließen? Das macht diese Woche Christian. Der hat nämlich eine kleine Wette verloren. Was für eine Wette? Das willst du gar nicht wissen. Also Lars konnte Ihnen die Idee mit dem Kopfgeld ausreden, ja? Obwohl Ansgar immer noch der Meinung ist, das wäre die einzige Lösung. Die arme kleine Sophia. Nicht auszudenken, was sie bei diesen Unmenschen vielleicht durchmachen muss. Ein Milchkaffee. Sofort. Coole Klunker. Gefallen sie dir? Sind die echt? Quatsch, heiß ich Krösus oder was? Hätte ich gar nicht bezahlen können. Ja, aber irgendwie sehen die Steine total echt aus. Das ist ein billiger Fake. Charlie? Ja? Kommst du mal kurz, du kennst dich doch mit sowas aus. Guck mal, sind das echte Steine? Und zeig mal her. Hallo, Lars. Was? Oh, Sophia ist wieder da! Was? Ist das wahr? Wie geht's ihr denn? Olivia, wenn Sie es sich leisten können, Ihre Mittagspause hier zu verbringen, sollte ich nochmal über Ihr Gehalt nachdenken. Ach, na ja, Hauptsache der Kleinen geht's gut. Und ruf mich an, wenn ihr bei der Polizei wart, ja? Super. Und drück Sophia von ja, mir. Ja, von mir auch nochmal, ja, Lars? Oh. Habe ich gerade richtig gehört? Sophia ist entführt worden? Etwa aus Carlas Wohnung? Was ist denn mit Hannes? Feierabend. Ja, es wird doch Zeit. Und, geht's dir jetzt besser nach deiner neuesten Eroberung? Eroberung? Die Kleine von heute Morgen. Ja, die war ganz nett. Na klar, aber für so einen Neandertaler wie dich natürlich nichts Besonderes, hä? Ich kenne nichts dafür, dass ich irgendwas habe, was die Frauen schwach werden lässt, mein Lieber. Was sage ich? Das ist wie ein Fluch. Zwei Coffee to go. Hey, so schnell sieht man sich wieder. Heute Abend schon was vor? Bitte? Darf ich dir übrigens Christian vorstellen? Der nächste Weltbox-Champion. Hm? Checkst du das nicht? Ich hab dir doch heute Morgen schon gesagt, du bist absolut nicht mein Typ. Wird das noch was mit dem Kaffee? Lass uns gleich zurück wieder ins Krankenhaus. Gib uns keine Ruhe. Mann, 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 wie du das immer hinkriegst, ist ja wirklich hin und weg von dir. Ja. Ich würde eher sagen, dumm gelaufen, ne? Naja, aber weißt du, was das heißt? Du kümmerst dich diese Woche um die Bierfässer. Die Polizei hat eine Großfahndung eingeleitet und eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt. Großfahndung? Wie hoch war denn das Lösegeld überhaupt? 5 Millionen. Damit kann man ja die ganze Köhle ershoppen. Naja, zumindest die Boutiquen. Also Olivia, das ist jetzt wirklich nicht passend. Ja, das finde ich auch. Außerdem haben sie noch mal die gleiche Summe gefordert. Und auch bekommen. 10 Millionen? Wahnsinn. Carla wohnt jetzt mit der Kleinen auf Königsbrunn, sagst du? Vorübergehend, ja. Bis die Entführer geschnappt sind. Denkst du, sie hätte was dagegen, wenn ich sie mal besuche? Ich meine, ich könnte ihr die Kleine dann auch für ein paar Stunden abnehmen. Charlie, ich denke, im Moment will sie einfach nur ihre Ruhe. Nach der ganzen Aufregung der letzten Tage verständlich, oder? Ja, ja, natürlich. Deshalb habe ich ja auch nur gedacht, es könnte eine Hilfe sein. Charlie, es hat doch nichts mit dir zu tun. Ich denke, dass Carla im Moment Sophia niemanden geben würde. Was würde eigentlich passieren, wenn sie das Geld zurückgeben? Wer die Entführer? Ja, vielleicht haben sie die erste Lieferung ja verloren und wollen deswegen noch mal das Geld. Verloren? Was ist das denn für eine Schnapsidee? Was denn? Das kann doch sein. Ach, Unsinn. Die haben einfach den Hals nicht vollgekriegt, weil sie genau wussten, dass die Lahnsteins jede Summe zahlen würden. Aber trotzdem, jetzt mal rein theoretisch. Wenn jemand das Geld findet und bei der Polizei abliefert, dann müsste er doch eigentlich dafür eine Belohnung bekommen, oder?
Also bevor du versuchst, die ganze Stadt abzusuchen, die Entführer haben das Geld. Aber viel Freude werden sie daran nicht haben, wenn sie merken, dass die Scheine registriert sind. Registriert? Wie meinst du das? Egal, wo sie damit bezahlen, man wird es erkennen. Entweder sie verbrennen es gleich oder sie fliegen auf.